Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem, ja, freudigen Video, kann man heute schon sagen. Es geht auf die hohe Warte zur Meisterfeier und dann gibt es auch noch ein kleines, feines Match gegen Red Star Benzing. Aber das Schöne ist, seit letzten Samstag ist unser First Vienna Football Club Meister in der zweiten Wiener Landesliga und damit aufstiegberechtigt in die Wiener Liga. Und das, ja, das muss heute gebührend gefeiert werden und da bin ich gerade am Weg dorthin. An diesem, ja, Feiertag, heute ist ja auch Christi Himmelfahrt und ich hoffe, es werden viele, viele, viele Wiener Fans raufkommen auf die Warte ins Stadion und wir werden ein schönes, großes Fest, eine richtig schöne Party abfeiern. So, meine Lieben, ich mache mich jetzt auf den Weg, kommt mit, schaut euch das an, bis gleich, Carmen Vienna. Endlich am Weg zur Hohen Warte, hier durch den Karl-Marx-Hof. Jetzt ist es nicht mehr weit. Wie war für euch die Saison 2018-19 in der WLL2? Ich hoffe, genauso spannend. Schreibt mir es in die Kommentare. Ja, jetzt freue ich mich schon sehr auf die Meisterfeier und vielleicht auf das eine oder andere Bier. Das, glaube ich, haben wir uns wirklich verdient. Ganz brav fahren wir bei jedem oder fast jedem Match und haben die Wiener auch wirklich die außergewöhnlichsten Orte und Plätze begleitet und ich hoffe, das war's mit der WLL2 und hallo Wiener Liga. Und dann hoffentlich baldiger Durchmarsch Richtung RLO. Schauen wir mal, unterstützen wir weiterhin unsere Kampfmannschaft. Jetzt ist es amtlich. Unser First Vienna Football Club ist Meister der Wiener Landesliga 2. Und ja, gebührendes Fest. Es wird gefeiert und gefeiert. So soll das auch sein hier auf der Hohen Warte. Und jetzt beginnt die Meisterfeier hier am Vorplatz. Also, schaut euch da an und bleibt dabei. Also, unterstützt mich weiterhin bei Carmen Vienna und seid immer aktuell informiert, was sich bei den Fans des First Vienna Football Club so tut. Also, Carmen Vienna! Also meine Lieben, jetzt ist Party angesagt hier auf dem Vorplatz auf der Hohen Warte. Schaut euch das an und bleibt dran. Kommen Sie jetzt geschlossen, das Trainerteam und unsere Meistermannschaft. Erstmal Sie herzlich willkommen, unsere Vienna! Yeah!
Liebe Wiener Fans, die Meisterfeier geht noch weiter. Ja, was für ein Tag, angenehm und schön. Und dazu auch noch ein wirklich schönes Match. 2:0 gewonnen hier auf der Hohen Warte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, bin geschüttelt und gerührt. Also ich kann es nicht oft genug betonen. Bravo und ein großes Dankeschön auch an den Trainerstab, an die ganzen Verantwortlichen bei der Vienna. Und natürlich ganz speziell bei euch, meine Vienna-Fans. Und ich hoffe, ihr bleibt natürlich auch dem Kanal Kammern Vienna treu. Schaut ab und zu vorbei, like die Videos, like natürlich auch auf Facebook die Postings. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei YouTube den Kanal abonniert, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich ein neues Video online stelle, beziehungsweise wenn es was Neues gibt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich bei den anderen recht zahlreichen Meisterschaftsspielen. Dann geht's ab in die Sommerpause. Aber da gibt es natürlich auch viel zu sehen bei der Vienna. 17. Juli, das Spiel gegen Union Berlin und dann natürlich der Geburtstag unserer Vienna, aber bis dahin gibt es natürlich noch einige Videos und Informationen und ich habe mir auch ein bisschen was überlegt, was wir alles noch so ja, berichten können. Es gibt Fangespräche, also meine Lieben, bleibt dabei und Kammern Vienna. Ja! So geil! So geil! Ja! Ja!